Vom Erotik-Thriller auf den Bauernhof. So könnte man kurz und knapp das Leben der österreichischen Schauspielerin Sonja Kirchberger beschreiben. Vor genau 30 Jahren, also im Jahr 1988, schaffte sie mit dem Erotik-Thriller Die Venusfalle den Durchbruch. Doch die wilden Zeiten sind bei der 53-Jährigen vorbei. Auf Mallorca führt Kirchberger inzwischen ein idyllisches Landleben mit Schafen und Hühnern. Zudem baut sie auf ihrem Hof, der nordöstlich von Palma liegt, Oliven an. Das verriet sie jetzt der Bild und erzählte außerdem: Ich habe hier das Hippie-Leben, von dem ich immer geträumt habe. Na, das klingt doch nach einer rundum glücklichen Sonja Kirchberger. Neben ihrer täglichen Arbeit auf dem Hof hat die zweifache Mutter 2015 auch ein Restaurant auf der Baleareninsel eröffnet. Doch der Schauspielerei hat die gebürtige Wienerin deshalb noch lange nicht abgeschworen. Ab dem 20. September ist sie wieder auf der großen Leinwand in Til Schweigers neuem Streifen Klassentreffen 1.0 zu sehen. Was für eine gelungene Abwechslung zwischen ländlicher Idylle und hektischem Leben am Filmset, die sich Sonja da geschaffen hat.